Herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu einem weiteren gruseligen Part von Let's Play Dead Space. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Jetzt sind wir, glaube ich, in Sektor 0 oder sowas, wie ich richtig gelesen habe. Wir sind auf jeden Fall richtig weit nach unten gefahren mit dem Aufzug im letzten Part. Und dann haben wir hier noch ein paar von diesen Viechern getötet, die die Leichen hier in Necromorphs verwandelt haben. Und, das war eklig. Ja, und jetzt machen wir hier weiter. Wir müssen genau hier lang. Mal sehen, was uns hier erwarten wird. Nicht wahr, Isaac? Wir schaffen das schon zusammen irgendwie. Egal, was kommt. Oh, und hier ist was zum Speichern. Schön. Schöner geht's ja nicht. Ach du Scheiße. Tut er was? Ich habe Angst. Ich speichere lieber. Tust du was? Ey. Tust du was? Ob du was tust, habe ich dich gefragt. Alter, ist der eklig. Oh, jetzt habe ich ihn getötet. Jetzt habe ich ihn einfach getötet. Oh. Sorry, Kumpel. Aber ich hatte halt Angst, dass du was tust. Deswegen war ich einfach der Meinung, ich gebe dir einfach ein paar auf die Fresse. Bam! Oh, jetzt ist der Kopf ab. Jetzt ist er wirklich tot. Oh, Chris ist mal wieder so brutal, ich weiß. Chris ist so ein brutaler Mensch. Chris ist so ein Mörder. Was kann man hier nochmal machen? Genau. Das konnte man machen. Ich weiß ja nicht, es macht mir Angst. Ich lass mich überraschen. Nein, ich lass mich nicht überraschen. Ich lass mich kein bisschen überraschen. Ich lass mich kein bisschen von euch überraschen. Wow. Aua, das tut doch weh, Mann. Was wollt ihr denn? Haut doch ab. Aua. Es tut vielleicht zufälligerweise weh, schon mal gemerkt? Das macht man nicht. Das macht man nicht. Man schießt nicht, man schmuckt nicht mit ihrem komischen Schleim auf fremde Menschen. Erst recht nicht, wenn man die nicht kennt. Das macht man doch nicht. Naja, ich habe mir Schlimmeres vorgestellt. Isaac? Was? Bist du das wirklich? Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Aber ich kann dir helfen. Komm mit mir. Nicole? Das war Nicole! Wir haben Nicole gefunden! Wo ist sie denn? Ah! Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Ich weiß... Aber eine Sache muss ich euch sagen, Leute. Von vornherein. Ich vertraue ihr irgendwie nicht. Hey!
Nicole, wie lange brauchst du denn? Wow! Alter! Heilige Scheiße! Oh mein Gott! Jetzt kommt noch mal richtig viel, oder was? Ey, du Arsch, ich bin hier! Du Arschgesicht! War's das jetzt mal? Okay, die Tür ist jetzt entwendet, Isaac. Ich kann nicht zu dir kommen, aber ich werde einen Weg finden. Ich liebe dich. Das hier wird bald vorbei sein. Ich kann's nur hoffen. Nicole, aber wo gehst du jetzt hin? Hey! Jetzt haut die einfach ab! Heilige Scheiße! Ja, ich hoffe, dass das wieder vorbei ist, aber jetzt ist sie einfach wieder weg. Und ich hab nicht mehr so viel Munition! Ah, aber hier ist was zum Auffüllen alles hier. Wartet mal kurz. Davon habe ich eh viel zu viel von diesem Flammenwerfer-Kack da. Isaac. Hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Ich glaube es fast auch nicht. Was ich irgendwie auch schade finde. Wenn das wirklich so sein sollte. Oh, ein Energieknoten. Das brauche ich nicht. Danke. So. Alles voll, alles nachladen, was es zum Nachladen gibt. Aber hier gibt es nichts mehr zum Nachladen. Alles klar. Dann können wir, denke ich mal, wieder zurück. Ja, wir müssen auch wieder zurück. Woanders können wir eh nicht lang. Oh. Jetzt muss ich wieder nochmal diese Viecher vorbei, oder was? Ja, ich muss. Nee, weißt du was? Ich weiche einfach nur aus. Am besten. Ah, okay, das war jetzt kein tolles Ausweichen. Ach du Scheiße. Heilige Scheiße, lasst mich in Ruhe. Mein Gott. Noch mehr von den Viechern. Lasst mich doch. Hallo, ich habe nicht mehr viel Munition. Lasst mich doch einfach... Ach du Scheiße. Nein. Scheiße.
gefährlichen Umgebungen der Klasse A ist stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Oh komm, jetzt kommt nicht noch mehr, oder? Jetzt lass bitte nicht noch mehr kommen. Lass mich einfach speichern, ja? Danke. Vielen Dank für Speichern. Für Speichern lassen. Noch besser. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt wieder zurück. So wie es aussieht. Einfach wieder zurück. Wow! Ach komm! Dich mach ich jetzt so fertig! Du Arschgesicht! Bams! Bams! Und Bams! Dich habe ich so fertig gemacht, ohne eine Waffe zu benutzen. Habe ich schon mal gemacht, aber ich fühle mich immer wieder. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schirf unterwegs. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihnen geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Alles klar. Aufgabe hinzugefügt. Sehr schön. Dann müssen wir wieder irgendwie nach oben. Wo jetzt genau, weiß ich trotzdem nicht. Also kann ich... Muss ich jetzt hier hin oder was? Ach, ich hab doch keine Ahnung. Ich bin ein planloser Mensch. Was wollt ihr von mir erwarten? Warten wir einfach ab. Muss ich hier? Ach du Scheiße, hier muss ich sogar lang. Ach du heilige Scheiße. Ich wünschte, ich hätte trotzdem wieder mehr Munition. Ja. Heilige Scheiße, nein. Oh, nee. Nee. Tschüss. Nein, ich wollte eigentlich nach oben fahren. Ich wollte eigentlich nach oben fahren, ich Volldepp. Nach oben. Ich wollte nach oben fahren, um mich aufzurüsten nochmal. Weil ich habe so gut wie nichts mehr. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen kacke. Und das möchte ich nicht. Ich möchte es schon überleben. Können irgendwie. Also das fände ich sehr gut, wenn ich das überleben dürfte. Ah, diese lange Aufzugfahrt hier immer. So. Sehr schön, dann einmal gucken, wo kann man sich hin. Ach ja, hier. Genau. Das wollte ich haben. Da wollte ich hin. Zum Shop. Aber erst das verkaufen. Ja. Das nicht, das auch nicht. Ach, was mache ich denn da? Oh, Chris. Du bist aber auch ein Depp. Ein Depp. Bist du manchmal, ne? Ein richtiger Depp. Anzug Level 4? Ach du Scheiße, noch mehr. Das will ich auf jeden Fall haben. Isaac, du wirst immer mehr aufgelevelt. Immer mehr und immer besser. Sehr cool. Yeah. Isaac, du siehst immer cooler aus. Mit jedem Anzug, den du hast, wirst du immer cooler aussehen. Oh yeah. Oh yeah, ist das geil. Ist das cool. Sehr schön. So,
Ah, guck mal, ach so, jetzt verstehe ich das auch. Je mehr, also es gibt noch einen Anzug an Level 5 und dann kann ich alle Taschen richtig hier verwenden. Jetzt verstehe ich auch endlich den Sinn. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Warum leckt das jetzt so? Hör auf zu lecken. Alter, warum leckt das jetzt so? Meine Güte. Das leckt ja richtig gerade. Alter. Warum leckt das jetzt so? Ich hasse es. Das ist mir jetzt noch nie passiert im Let's Play. Oh nein, es laggt. Leute, es laggt. Warum? Warum laggt es? Alter. Ich muss mal kurz eine Aufnahmepause machen. Bis gleich. So, jetzt müsste es hoffentlich eigentlich wieder gehen. Hoffe ich jetzt mal. Alter, was war das denn gerade für eine Scheiße? Obwohl, leckt immer noch ein bisschen, oder irre ich mich? Ich hoffe einfach mal nicht. Was mache ich denn da? Mann! Nein, nicht verkaufen. In safe. Weiß man ja nie, ob man das mal braucht. Meine Güte. Keine Ahnung, warum das gerade so geleckt hat. Scheint auf jeden Fall jetzt besser zu sein. Kann man sich noch mehr kaufen? Für die anderen Pistolendinger. Fällt mir gerade erst auf. Tut mir leid. Tut mir leid, dass mir das jetzt einfällt. Ey. Boah. Diese Tasten, ne? Die machen mich gerade richtig. Ich könnte mir holen, aber nein, kann ich doch nicht, weil ich habe nicht genug Kohle. Scheiße. Ja, Chris, hast du toll gemacht. Ja. Das hast du wieder toll hingekriegt. Aber dafür kann ich mir jetzt, kann ich diese Energieknoten jetzt verwenden, um meine Waffen aufzuleveln. Zum Beispiel das. Zum Beispiel das. Yeah! Und ja, wie wäre es auch damit? Habe ich auch noch nicht gemacht. Sehr schön. Yeah! Schon viel besser. Wunderbar. Oh, da habe ich zwar keine Muni für, aber egal. Damit muss ich jetzt leben. Damit muss ich jetzt leben. Der Part ist eigentlich auch schon wieder vorbei, aber ich save trotzdem einfach nochmal hier. Einfach weil es cool ist, einfach weil es sicher ist. Einfach weil es so ist. Einfach weil ich es kann und einfach weil ich es will. Ich weiß noch nicht, ob da gleich nochmal eine Speicherstation kommt. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ist ja auch nicht so krass wichtig, also von daher. Ne? Wird schon irgendwie gut gehen. Ich hoffe, ich überlebe das. Ich hoffe, ich überlebe das. Oh no. Das kann ja was werden hier. So. Oh. Yeah. Ich habe es ihr direkt gegeben. Direkt in die Fresse. Oh, das kann doch nicht gut gehen hier. Wo muss ich lang? Hier muss ich lang. Alles klar. Würde mich natürlich trotzdem erst kurz ein bisschen umschauen. Ah, was haben wir hier? Ah, Munition. Ja, ich hau ab. Ich höre schon wieder diese ganzen Necromorphs, ey. Ich höre sie doch schon. Ich habe kein gutes Gefühl.
Bei dieser Sache. Oh, hier ist auch ein Aufzug. Der irgendwie nach oben führt oder sowas. Was soll ich hier machen? Ja, was soll ich hier machen? Der ist doch nicht mal aktiviert hier. Also, was soll ich hier machen? Hier muss ich wieder irgendwas reintun, nur ich weiß nicht was. Ich weiß nur nicht was. Vielleicht gucke ich dann doch erstmal die in die andere Richtung. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch doch. Alter, was? Warum ist hier so ein krasser Nebel oder Sturm, Sandsturm oder sowas? Was ist hier? Hier ist auf jeden Fall was zum Speichern. Aber auch ein Nekromorph. Bams! Bams! Und Bams! Yeah! Logbuch des Verarbeitungsdecks, Supervisor Second Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, was sie mit den Leichen machen, was aus ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin. Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich sie liebe. Oh Gott! Noch einer! Noch einer! Alter, ist das krass! Alter, ist das krank! Oh mein Gott! Boah! Da! Gibt's ja nicht jetzt schon den Level 5 Anzug? Ich glaub's mal nicht, aber. Wäre ja schon cool. Nö, sonst würde man das hier angezeigt bekommen. Vorher schon. Aber nö. Ist nicht der Fall. Schade. Yeah. Noch mehr Munition. Ey, ich will Munition. Oh, nein, das wollte ich nicht unbedingt. Die Dinger wollte ich jetzt nicht unbedingt freilassen. Besser. Schon viel besser. Oh nein, es laggt wieder. Es laggt wieder. Oh, es laggt wieder. Ja, ich speichere dann, wenn ich die Aufnahme beendet habe. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Part hat euch trotzdem gefallen. Und dann geht es weiter im nächsten Part bei Let's Play Dead Space. Bis zum nächsten Mal und ciao. In der Hoffnung, dass es nicht mehr laggt.